Es musste sein. Eure Uniformen und Ringe waren eurer Vernunft im Weg. Jetzt ist der Weg frei. Wir verlangen, dass ihr euch einigt. Für die Kinder. Für die Kinder! Die Deutsche Bühne Ungarn ist seit 2018 Gastgeber für das Treffen von deutschsprachigen Theatergruppen der Gymnasien. Damit bietet sie den Laien Schauspielern die Möglichkeit, ihre Stücke in einem echten Theater vorführen zu können. Das ist ein Erlebnis eher, glaube ich. Natürlich ist es halt immer ein bisschen lauter als sonst, aber ansonsten ist es aufregend auch für uns. Ich dachte, dieses Treffen gibt es schon seit langen, langen Jahren. Und ich dachte, hier ist diese Bühne. Diese Bühne gehört auch der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen und hat eine schöne Akustik und eine richtige Bühne. Und ich dachte immer, diese Jugendlichen, die fürs Theater so fiebern, sind es wert, dieses Geschenk zu bekommen, dass sie in einem echten Theater auftreten dürfen. Eine andere Atmosphäre. Ja, die Stimmung ist anders. Ich glaube, das ist ein Erlebnis für die auch und für uns auch. Ja, viele Talente, aber wir gucken aber auch nicht so, oh, derjenige oder diejenige ist für die Bühne geschaffen, sondern es ist eher, glaube ich, wie präsentiert man sich, wie überlegt man eine Figur. Und das ist ein Lernen für das Leben, finde ich. Und es gibt wahnsinnig viele Talente dafür. Das Publikum konnte 3 Produktionen sehen. Die Konferenz der Tiere von der jungen DBU Sexat, den Mord im Hotel von der Patalia des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Ferischwar und das Stück In ein Boot von der kulturellen Offensive des Deutschen Nationalitätengymnasiums Budapest. Was reden Sie da für einen Blödsinn? Gestohlener Dieb wieder auferstanden, wenn das keine Sensation ist! Soll dieser Mist in die Zeitung? Herr Mut, sag endlich was! Also mir haben alle gefallen und sie waren tatsächlich sehr unterschiedlich und vom Themen her auch. Also es gab auch zum Beispiel die Produktion von der jungen DBU hat mir wegen des Themas sehr, sehr gut gefallen. Es war ein ernstes Thema. Ja, dass die Menschen halt nicht so gut sind und die Tiere uns was lehren könnten. Und bei der Produktion von Ferischwar gefiel mir der Humor, den sie hatten und die verschiedenen Charaktere. Also es war wirklich sehr, sehr witzig und sehr, die haben das Leben sehr gut gespiegelt, finde ich. Und das Stück von dem Deutschen Nationalitätengymnasium gefiel mir wegen des Themas auch und die haben eine Kurzgeschichte von Angela Korb verarbeitet und es ging um Ungarndeutschtum und die Geschichte an sich ist sehr witzig, finde ich, aber auch sehr ernst zur gleichen Zeit und wie sie das dann verarbeitet haben, da hatten die Jugendlichen auch ihre eigenen Ideen, das war dann noch mehr, das hat das Ganze so noch unterstrichen, würde ich sagen. Deshalb, alle 3 Produktionen waren sehr wertvoll für mich. Die Theatergruppen haben am Ende des Tages eine Rückmeldung über ihre Produktionen bekommen. Es wurde vor allem auf Aussprache, auf Grammatik geachtet. Es ist ja auch ein deutschsprachiges Theatertreffen. Ich finde es auch sehr viel wichtiger, dass sich jugendliche Kinder trauen, überhaupt Deutsch zu sprechen oder eine Fremdsprache zu sprechen, dass sie sich auf die Bühne stellen und eine halbe Stunde auf Deutsch reden und Monologe auswendig lernen, das ist großartig. Und ich finde es sehr schade, würde man das bremsen darum, weil der Artikel jetzt nicht richtig war. Und es sind sehr viel mehr Gruppen, es sind 7, 8, 9 Gruppen normalerweise da. Dann gibt es auch eine Bewertung von der Jury. Aber bei 3 Gruppen kann man das nicht so gut bewerten oder kann nicht. Erster, zweiter, dritter Platz wäre ja jetzt schade, das zu verteilen. Aber Covid hat immer noch sehr viele Gruppen gebremst. Es konnten sehr viele Gruppen nicht regelmäßig proben. Auch bei uns war es sehr, sehr schwierig, überhaupt etwas zustande zu bringen, weil ein Kind immer krank ist. Der Tag ist dann nur für diese Jugendlichen reserviert. Und es ist großartig, wenn das Theater so voll ist, dass sie auf den Gängen stehen und dem Publikum nicht so viele Stühle reingestellt werden können, dass sich alle hinsetzen können, dass ganz viele sich eben da tummeln und angucken möchten, was die anderen Gruppen gemacht haben. Es ist eine ganz große Wertschätzung, das ist das wert, dass man da den Tag für dieses Projekt gibt.
Ah, guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ah, Herr Schaffner. Schaffner? Nee. Ich bin eine Paketbote. Ich fahre direkt auf den Berg. Wollen Sie mitkommen? Ich habe Sie vor einer Woche im Zug gesehen und wir haben sogar gesprochen. Es ist schon mehrmals passiert, dass am Ende des Tages wir, die Deutsche Bühne Ungarn, was für die Jugendlichen präsentiert. Entweder ein Stück vom Repertoire oder aber auch, wie dieses Jahr, eine offene Probe. Ich dachte, es ist auch interessant für die Jugendlichen zu sehen, wie ein Probenprozess läuft so richtig und wie der Regisseur Anweisungen gibt oder Feedback gibt. Und ich glaube, das war für sie tatsächlich spannend. Die Deutsche Bühne Ungarn erwartet auch nächstes Jahr gern die deutschsprachigen Laientheatergruppen.